Das ist im Epheserbrief, Epheser 4, Vers 20 bis 24. Wir hatten das letzte Mal den Teil, wo es darum ging, den alten Menschen abzulegen, den neuen Menschen anzuziehen. Und zwar, ich habe Erfahrungen gemacht in letzter Zeit. Erfahrung ist sicher kein Maßstab, aber es sind Erfahrungen, die decken sich mit dem Wort Gottes. Ich möchte einfach mal betonen, dass wenn jemand wirklich absolut dauernd im Fleische lebt, dass wir aufhören müssen zu sagen, dass so jemand wiedergeboren ist. Wir müssen auch hier die Linie schärfer ziehen. Ich kann nicht zum Beispiel total in der Sünde leben und dann rumlaufen und sagen, ich bin bekehrt. Ich meine jetzt nicht, dass jemand mit der Sünde kämpft, sondern ich meine, wenn man wirklich in offener Sünde lebt. Ich denke einfach, aber den Punkt ist klar, ich habe einen Fall kennengelernt, da ist jemand garantiert nicht bekehrt. Ich habe es mitgekriegt, nach 5 Minuten war es klar, der kann nicht bekehrt sein, der Mann. Dann ist ihm eingeredet worden, dass er bekehrt ist, nachdem die Symptome nicht weggegangen sind, dann hat man den Teufel austrieben, der gar nicht hat, sondern weit bekehrt. Und dann hat man ihm noch beigebracht, dass er nicht abfallen kann, weil er ja gläubig ist. Also raffinierter kann man jemanden nicht mehr in die Hölle transportieren. Und ich denke einfach, dass wir hier auch nüchtern wären müssen. Und da gehört unser heutiges Thema dazu. Ich möchte betonen, manchmal ist es Theorie. Für viele ist es oft Theorie, da man sagt, der alte Menschen abzulegen, den neuen Menschen anzuziehen. Ich muss nochmal sagen, also die Erlösung ist eine Realität, nicht kein Märchen. Und wenn das absolut nicht funktioniert, dann müssen wir selber mal hingehen und sagen, wo stehe ich? Ich möchte mal von mir Zeugnis geben. Ich hatte Zeit in meinem Leben, da ich mich vor der Herr geworfen und gesagt, Heiland, bin ich wirklich gläubig? Paulus sagt es, prüft ob ihr im Glauben seid oder wirklich gläubig seid. Und ich denke einfach, wir gehen in so harte Zeit rein, dass auch Zeit wird, dass wir uns selber ins Licht stellen und sagen, wo stehe ich überhaupt? Wenn das Ganze, mein ganzes Leben, ist es tatsächlich so, wie es die Bibel beschreibt? Ich meine jetzt nicht kleine Sünde, dass man Fehler begeht. Sündige tut jeder, sondern ich meine wirklich gravierend, wo man hier auf eine biblische Linie geht. Und ich denke, da gehört das dazu. Ja, das letzte Mal, gerade die Verse, ich möchte es nochmal lesen, aber behandelt, wo das zeigt wird, wie man der alte Mensch auszieht. Ihr aber habt Christus nicht also kennengelernt, da ihr ja von ihm gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen ablegen sollt, der sich wegen der betrügerischen Lüste verdirbt, die dagegen euch im Geiste eures Gemütes erneuern lassen und den neuen Menschen anziehen sollt, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Was interessant ist in dem Text, die Bibel sagt an keiner Stelle, dass wir das nicht können. Ich denke, hier fängt es auch an, geistlich, dass man sich hier drunter stellt und sagt, wenn Paulus das so normal formuliert, brich mit der Sünde, zieh den alten Menschen aus, zieh den neuen an, dann ist es machbar. Man muss Realität werden in unserem Leben. Ich denke einfach, an dem Punkt ist auch wichtig, dass wir hier uns selber mal prüfen, ob wir das überhaupt möchten. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und was mir eigentlich auch in letzter Zeit verstärkt klar geworden ist, also immer ganz persönlicher Entwicklungsprozess, gerade in Bezug auf Bekehrung, das war es auf unserem Zettel. Ich habe hier den Text bewusst abgebrochen und nochmals aus einer anderen Sicht, mit anderen Bibelstellen, das Gleiche beleuchtet wie das letzte Mal. Das Ausziehen des alten Menschen, das Anziehen des Neuen. Hier ist einfach etwas, ich denke, das ist der Knackpunkt, dass man als Gläubiger wirklich sich bewusst ist, dass man aus einer Ecke kommt, wo man total verloren war. Ich habe manchmal einfach den Eindruck, ich stelle mich da selber drunter, dass man den alten Menschen restaurieren möchte. Ich möchte ihn ein bisschen verbessern. Man hat gar keine Ahnung. Ich habe in letzter Zeit, wenn ich Psalm 51 für mich persönlich gebetet hatte, auch wenn irgendeine Sünde passiert sind, dann ist mir etwas passiert. Es war ganz komisch, wenn ich an die Stelle komme, was heißt, deine Mutter hat dich in Sünden empfangen. Denn jedes Mal hat der Heilige Geist darauf hingewirkt. Du bist ein Sünder, du bist radikal verdorbt als Gläubiger, du bist total, weil alles, was im Fleisch ist, ist vor Gott her gesehen böse, ist nichts Gutes in mir. Und alles, was einigermaßen was taugt, ist diese Gnadegabe Jesu, ist ein freies Geschenk. Ich möchte hier nochmal auf Bekehrung zurückkommen, aber die Bekehrung, die das nicht in der Tiefe erkennt, sondern dann einfach aus Angst vor der Hölle versucht, eine Verstandesbekehrung herbeizubringen, ohne in der Tiefe sich bewusst zu sein, ich bin verkauft. Ich habe keine Chance. Aus. Ich kann machen, was ich will. Und dann, wie ihr gleich kennt, wie ein Bettler kommen, Heiland, jetzt gibt mir die Erlösung. Die Gnade einfach als Geschenk, sich in die Hände fallen zu lassen. Ich denke, hier ist der entscheidende Punkt. Hier ist er. Von hier aus müssen wir argumentieren als Gläubige. Ich denke einfach an dem Punkt auf, dass man das nicht mehr sieht, dass man radikal verloren ist und nichts Gutes in uns ist.
Und dann sich hier von da aus an Gnade klammern und dann aufzustehen geistlich. Ich denke, hier kommt der Sieg. So ziehen wir den alten Menschen aus Versehen zu kriegen. Gell, eure Schwester hat mir eine Theorie erzählt. Das machen wir ein Beispiel. Wenn ich und meine Frau uns ein bisschen streitet, dann ist das nicht so, dass wir im Fleisch ein bisschen miteinander streiten, sondern es ist ganz anders, sagt sie. Das haben ihre beigebracht. Dann sind die Dämonen in mir und die Dämonen in meiner Frau, die reizen sich gegenseitig und verhauen sich. Nur mal zeigen, was für ein Irrsinn da passiert. Ein unklarer biblischer Lehre. Die Bibel sagt ganz einfach, mein Fleisch ist nichts Gutes. Das sind keine Dämonen, sondern das ist mein Ego. Das Verderbte, das absolut nicht sterben will. Und ich denke einfach, eine absolute Kapitulation. Ich möchte es nochmal sagen. Man kann ja Hingabe predigen. Aber ich möchte es einfach ganz zeugnishaft sagen. Auch bei mir in meinem Leben ist nur etwas gegangen geistlich, wenn ich kapituliert habe. Und am besten ging es mir, wenn ich auf dem Boden lag mit einem schlechten Gewissen und winseln musste, Heiland, ich bin der Letzte, ich bin unmöglich. Und aus der Situation dann Gnade, zitternd habe ich empfangen, Heiland, gib sie mir. Und wie ein kleines Kind ergriffen habe, zitternd, dann ging es vorwärts. Ich möchte einfach euch sagen, so eine Situation, so eine Herzenstellung, weil Kolosser 2, Vers 6 ist der Schluss von unserem Text, sagt ganz klar, so wandelt in ihm, im Glauben und in Buße, wie ihr Jesus aufgenommen habt, so geziemt uns eine Haltung am Heiland gegenüber. Und aus so einer Tiefe heraus, aus so einem Zerbruch, da funktioniert Epheser 4, 20. Ich möchte es nochmal betonen, wenn wir da sitzen, locker lässig und sagen, ja gut, mich stört es auch, dass ich fleischlich bin. Das stört mich als auch, muss ich ehrlich sagen. Manchmal gefällt es mir, ist ja klar. Es tut dem Fleisch gut, aber ich will es eigentlich nicht. Und dann locker lässig versucht es zu tun, ohne in den Zerbruch zu gehen. Nicht damit künstlich versucht, den Zerbruch herbeizuführen, sondern wirklich sagt, Heiland, ich bin halt so und ich bin total verdorben, ich bin völlig auf der Gnade angewiesen. Und dann mit der Herzenstellung, das war hier geschrieben, steht, tut, der Alte auszuziehen und den neuen Menschen anzuziehen, ich garantiere euch, es funktioniert. Ich denke einfach, manchmal schafft es auch der Teufel, dass er uns narkotisiert im Sinne von, dass er uns zu Techniker macht. Dabei betet, ich bin mit Christus gekreuzigt, das alles tut und es passiert nichts, weil das Herz dabei ist. Und ich habe jetzt auf der ganzen Vorderseite von dem Manuskript nur nochmals zum Nachlesen. Habe ich Folgendes gemacht, habe ich nochmal gezeigt, der Sündenfall, was das bewirkt. Wie schrecklich das ist. Ich möchte bloß eine Stelle dazu lesen aus der Vorderseite, weil man möchte die Rückseite eigentlich behandeln, aus Jeremia. Und zwar dieser, ja, sag's mal, harte Prophet, 17 Vers 9, ein Mann, der realistisch war. Und ich denke einfach auch, wenn es darum geht, sich selber zu prüfen, wo man steht geistlich, wenn es darum geht, das anzuwenden, dass das wesentlich ist, dass ich das weiß. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Das ist eine Realität, wer kann es ergründen? Das ist einfach Tatsache. Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, da ist nichts da. Und von dem muss ich ausgehen, von der Situation. Und wenn die Situation da ist, wenn das erkannt ist, dann winselt ein Gläubiger noch Gnade. Und in dieser Herzenstellung funktioniert Epheser 4, das funktioniert. Bloß, das wird mir immer bewusster bei mir persönlich. Ich sage es nicht von oben herab, sondern von unten herauf. Je höher ich auf dem Ross war, je weniger hat es funktioniert. Und dann kam der Herr und mich runtergeschmissen, ein paar Mal, weil ich einhergeschlichen bin und dann hat es plötzlich funktioniert. Mit einem Schlag. Ich denke einfach, wir müssen da wieder auf den Boden kommen, dass wir lernen, aus einem Zerbruch heraus das anzuwenden. Nicht aus einer, ich sag's mal, orthodoxen Rechtgläubigkeit. Wir halten es ja das Richtige, wir verstehen es ja. Sondern, dass das Herz vom Herrn wirklich auf dem Boden liegt und sagt, Heiland, hier bin ich. Ich denke, dann funktioniert es. Ich möchte hier auf die erste Seite nicht eingehen. Das ist nur für euch nochmals, um letztendlich das zu erkennen, um was es eigentlich geht. Dass die Bibel tatsächlich das so radikal lehrt. Und ich möchte nochmal eins bekennen, ich bin kein Calvinist, aber eines ist sicher, jeder von uns ist so verderbt von Natur, aber wenn er das nicht erkennt, dass auch der Wille zur Bekehrung in keinem von uns drinsteckt, sondern dass immer nur das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Herzen ist, wenn der Heiland Gnade gibt, wenn der Herr Jesus kommt und in unsere Herzen wirkt, auch nur so sind wir zur Bekehrung gekommen. Keiner von uns wäre auf die Idee gekommen, Jesus zu dienen, glaubt doch das keiner.
sondern er war es, der in unser Herzen gewirkt hat, in tiefster Zone, hat uns erst so weit gebracht, dass wir aufgewacht sind. Auch das war sein Wirken. Und die Bekehrung ist immer nur eine Reaktion auf die Anrede Gottes. Einfach, dass man sich einmal unter dem Aspekt überlegt, wo man eigentlich herkommt. Und es ist eigentlich eher zum selber durchlesen. Ich möchte eigentlich was anderes betrachten. Und zwar, wir müssen nüchtern sehen, warum funktioniert es denn nicht? Ich gehe mal davon aus, das ist bekannt, ein Wiedergeborener, wenn ein Mensch wirklich so zum Heiland kommt und dann zerbrochen vor ihm liegt und weiß, ich kann nichts mehr tun und nur die Hände aufhält und das Gnadegeschenk so annimmt, dann bricht er durch zur Wiedergeburt. Jetzt müssen wir überlegen, was heißt das? Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 10, die Stelle sind auf der Vorderseite drauf, ich greife es bloß raus, um hier nicht, dass man nicht abdriftet. Römer 8, Vers 10. Wenn Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, in dem Moment, wenn der Herr Jesus in mein Herz hineinkommt, dann wird der Geist wieder geboren, dann lebe ich wieder. Epheser haben wir ja gelesen, Epheser 2, auch euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden. Jeder Mensch hat einen toten Geist. Bei Wiedergeburt wird mein Geist erneuert. Der Herr Jesus gibt mir einen neuen Geist in mein Herz. Ich habe plötzlich einen Raum, der für Gott reserviert ist. Und da zieht der Heilige Geist ein. Und von dieser Tatsache, dass Paulus Menschen vor sich hat, die gerettet sind, die zerbrochen zum Heiland kamen und die Erlösung als Gabe empfangen hatten, nicht indem sie mitwirkten. Und nur der alte Adam etwas aufgeforscht wurde, die wirklich zerbrochen waren. Ich bin völlig erledigt, verkauft. Und von der Situation einfach wie ihr gleich kennt, sagt Heiland, bitte, nimm die Erlösung in Empfang von dieser Kapitulation aus. Ich stelle jede Bekehrung in Frage. Könnt ihr sagen, ich bin Scharfmacher. Ich stelle mich selber drunter. Ich habe mich selber prüfen müssen, wo ich stehe, wenn es jetzt nicht funktioniert. Ich stelle mal jede Bekehrung in Frage, die nicht aus so einem Zerbruch rauskommt, weil die Bibel lehrt es. Guckt mal alle Bekehrungen in der Bibel, wie die geschehen. Weder war sie vorher zerbrochen oder bei der Bußpredigt. Cornelius war vorher vollkommen vom Herrn zerbrochen, als dann letztendlich der erste Heide gerettet wurde. Wir müssen wegkommen von diesem amerikanisch-evangelikalen Denken, nimm Jesus an. Es ist richtig, es ist der letzte Schritt. Aber zuerst einmal muss ein Mensch zerbrochen vom Herrn liegen. Zuerst einmal muss klar sein, er ist ein totaler Sünder. Wenn das nicht der Fall ist, Geschwister, es gibt es nichts Schreckliches, als wenn die siebte Posaune erschallt, die Entrückung ist und plötzlich merken ein paar, wir waren nie wieder geboren. Ich weiß, dass jeder Seelsorger sagt, das darfst du nicht predigen, ich weiß. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, lieber einer psychisch 3 Wochen in Nöten, bis er wieder Boden unter den Füßen hat, als einer in der Hölle. So meine ich. Also lieber einer in Nöten psychisch, als einer in der Hölle. Ich glaube, es ist übelst kleiner. Und jetzt geht die Bibel davon aus, wenn jemand so kommt, aus so einem Zerbruch raus, kommt zum Herrn Jesus und empfängt die Gabe des Heiligen Geistes. Jesus zieht in sein Herz ein, dann ist sein Geist plötzlich lebendig. Und nur von diesen Menschen redet Paulus. Römer 8, Vers 10. Der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Er wird erneuert. Klare Lehre vom Neuen Testament. Er ist Totensünder und wenn der Heilige Geist einzieht, dann ist mein Geist lebendig. Und zu denen Leuten redet jetzt Paulus. Und jetzt hat er das Epheser geschrieben. Jetzt sagt er zu dem, du Gläubiger, mit einem wiedergeborenen Geist, jetzt zieht der alte Mensch aus und zieht den neuen an. Und jetzt müssen wir gucken, was das heißt. Also, es ist also volle Absicht, dass man die Stelle von einer ganz anderen Seite jetzt betrachtet. Und zwar, jetzt möchten wir es betrachten von dem, was in uns ist. Und jetzt braucht ihr das Bild auf der Rückseite. Ist sicherlich schön, aber vielleicht hilft's. Man hat hier nochmal die Tatsache unter A. Der natürliche Mensch ist tot in Sünden. Ich lese auch Römer 5, Vers 12 dazu. Dass uns das einfach nochmals tief bewusst ist. Gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Tod in Sünden. Und nochmals, es ist ein Unterschied, ob ich das dogmatisch weiß, oder ob es eine Realität meines Herzens ist. Dass mein Herz zerbrochen ist und ich sage, ich bin verloren. Ich denke, hier ist die Hauptwaffe Satans bei Bekehrung, um sie zu verhindern. Wenn man keine Erkenntnis hat, dass man tatsächlich so fertig ist. Und dann kommt das Nächste. Das Problem ist, ich könnte mal was tun. Ich kann nichts tun. Gar nichts. Buße. Alle Sünde bekennen. Völlig sinnlos. Hilft alles nichts. Die Bibel lehrt es gar nicht, dass ich Sünde bekennen soll bei ihrer Bekehrung. Erst hinterher.
sondern ich kann bloß alles tun. Wie ein Bettler vor Jesus zu liegen und sagen, Bibel lehrt, Heiland, es ist eine Gabe. Das ewige Leben ist eine Gabe. Hier, ein Geschenk. Bitte gib's. Wenn man dann sagt, danke, ich nehm's, mit so einer Herzenstellung, dann kommt Wiedergeburt zustande. Also das nochmals ganz klar zur Betonung. Dann nochmal das Römer 8. Es wird der Geist lebendig wieder. Plötzlich ist der Mensch wieder funktionierend nach der Wiedergeburt. Durch die Gabe empfängt der Mensch die Gotteskindschaft. Die Bibel sagt Adoption. Er hat ein praktisches Paket. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich habe meine Gabe für den Dienst. Ich habe letztendlich das Maß meines Glaubens. Ich habe meinen Platz im Leib Christi. Ich habe meine Berufung. Ist alles da. Und jetzt muss es entfaltet werden. Jetzt lehrt die Bibel, dass es zwei Sorten von Menschen gibt. Und das ist das Drama. Jetzt haben wir hier das Bild. Es gibt Gläubige, die geistlich sind. Es gibt Gläubige, die fleischlich sind. Und Gläubige, die geistlich sind, das sind Gläubige, die hat gelernt, den alten Menschen auszuziehen. Und die hat gelernt, ich sage ausdrücklich, gelernt, den neuen Menschen anzuziehen. Und wir haben das letzte Mal gelesen, es geht um Gesinnung, um Einstellung. Guckt mal her, Geschwister, ich sag's mal. Ich bin vielleicht verderbter, wie ihr ahnt. Also wenn ich einen kenne, was für ein linker Bursche ist, dann kenne ich mich selber. Ich habe mein Herz beobachtet. Ich kenne das Ding. Ich kenne den Buchschreiben über dieses Gerät. Und es ist einfach so, ich habe bei mir festgestellt, wenn ich immer Zerbruch bin, wenn ich vom Herrn liege und mir vollkommen bewusst bin, tot in Sünder, der Letzte, das war der Paulus sagt, ich bin der Übelste aller. Und aus der Haltung raus bin ich mir bewusst, hat der Herr Jesus mir das ewige Leben geschenkt, als Gabe. Ich habe bloß die Hände aufgemacht und gesagt, gib mir das Heiland. Habe Amen gesagt dazu und danke. Dann ist es geschehen in meinem Herzen. Wenn man aus so einer Haltung raus beginnt, Nachfolge zu treiben und aus der Haltung raus eigentlich vorwärts geht, ich sage es immer ganz vorsichtig, dann kann man fast nicht ein fleischlicher Gläubiger sein. Insofern hat es absolut mit der Gesinnung zu tun, mit der Einstellung, die man zu sich selber hat. So wie man sich selber beurteilt, so wird man andere gegenüber sein. Und zwar, mir wird es immer bewusster, ein geistlicher Mensch, genau wie hier der Paulus sagt, von der Erneuerung der Gesinnung hängt es ab. Weiß ich tatsächlich, dass ich vollkommen verloren war und vollkommen nur als Gnadegabe was erhalte, dann gehe ich völlig anders ran. Dann kommt ein Bruder zu mir oder Schwester, nimmt mich im Arm und sagt, hey Bursche, Fleisch. Dann kommt der Gläubige und schlägt zurück und sagt, lass mich in Ruhe, du bist auch besser. Oder ich bin doch recht. Sondern dann geht man in sich und sagt, ja. An meiner Reaktion, wenn man mich auf Sünde anspricht, sieht man, ob ich von unten komme oder von oben, vom Horus. Und ich denke, wenn das jemand weiß, dann ist die Wurzel gelegt, diese Gesinnung. Und ich bin felsenfest überzeugt, in der Bekehrung liegt die Wurzel für alles. In der Bekehrung. Es kann dann nachher hinterher verwischt werden, aber da liegt einmal die Grundwurzel. Vielleicht nehmen wir von Vorderseite unter Römisch 3 die Ziffer D. Römer 7. 7 Vers 18. Hier sagt Paulus, ich weiß, schau interessant, ich spüre das manchmal nicht. Ich komme mir manchmal richtig gut vor, sage ich ganz ehrlich. Und ich denke euch Gott auch so, dass ihr manchmal vorm Spiegel steht und doch denkt, ein tollerer wie mich kannst du nicht mehr gehen, oder? Ich sag's mal lieber spannend. Das ist doch das Fleisch. Das sagt doch dauernd, jetzt guck doch mich an. So ist der Mensch. Ja, ihr lacht, aber so ist er. Ich muss sagen, nicht Spaß, ich muss tot ernst. So bin ich auch. Jetzt guck doch mich an, ich bin doch recht. Als Gläubiger. Paulus sagt, nicht ich fühle es, ich habe es nicht erfahrungsmäßig erkannt, sondern ich weiß es. Ja, woher weiß ich das? A, aus dem Wort Gottes, das ist mal die entscheidende Information. Aber B, weiß ich es, weil ich von da herkomme, von der Bekehrung her. Ich komme aus dem Zerbruch. Ich weiß, wie schlecht ich bin. Ich weiß, dass ich die Hölle verdient hätte mit allen, ich sage mal, mit allen Stufen, die es in der Hölle gibt. Und das Einzige, was mich gerettet hat, dass der Jesus mir das ewige Leben geschenkt hätte, wenn er mir es nicht schenken würde, wäre es aus, und zwar zu Recht. Wisst ihr, wenn man aus der Stellung rauskommt, dann kann man das theoretisch abblenden. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das ist völlig real über sich selber. Er sagt dann, das Wollen ist bei mir vorhanden, also der Wille funktioniert nur ein bisschen, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Es gelingt nicht.
Und dann schreit er, Vers 24, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Das ist schon mal das Spannungsfeld. Ein Gläubiger, der realistisch ist und die Realität sieht, der weiß, dass das der Grundstoff ist, auch des wiedergeborenen Menschen. Sein Fleisch ist genau so. Es gibt zum Glück Römer 8, aber da kommen wir nachher drauf. Wir müssen zuerst Römer 7 betrachten. Und jetzt sagt der Paulus, es ist in mir der neugeborene Geist. Da wohnt der Heilige Geist. Der will meistens was anderes wie ich. Und der wohnt immer, ich sag's mal, immer Umfeld, das genau Römer 7 ist. Das muss uns klar sein. Der Heilige Geist, der das Gute will, der göttlich ist, der Gott im, also praktisch Gottes Stellvertreter in mir ist. Der Vater und der Sohn nehmen Wohnung in mir durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist in mir, der göttliche Wille tun will, hat ein Umfeld, das absolut untauglich ist. Schon mal ganz klar. Das heißt, das Fleisch, der Seelenbereich, ist laut Bibel völlig unbrauchbar. Wisst ihr, jetzt kommt das Entscheidende. Ausziehe des alten Menschen heißt nicht Verbesserung meines Fleisches. Man kann das Fleisch gar nicht verbessern. Laut Paulus sinnlos. Ich kann mich nicht verbessern. Ich bin ein Feuerkopf. Wenn ich jetzt dreigang und sage, ich nehme mein Temperament jetzt durch Glauben, sagte, machen wir mal 5 Grad niedriger, dass es ein bisschen tiefer siedet. Das ist sinnlos. Das gehört zu meinem Alter. Es muss klar sein, ich verderbe das Schrimpsch, nicht mehr zu retten. Bin ich überzeugt, ist nichts zu retten. Können wir weglegen. Ich werde mich nie veredeln, hab ich mir abgeschminkt. Jedes Mal, wenn ich mich veredeln will, dann bete ich vorher und sage, Heiland, lass mich kein falsches Wort sagen, ist mal alles wieder passiert, vor kurzem erst. Und dann stehe ich auf Kanzel und dann denke ich, du, wiedergeborener, gläubig, berufen, mit allem drum und dran, jetzt hast du nur gebetet, dass du kein falsches Wort sagst, und dann verkündige ich Wort. Und am Schluss, ein paar Mal passiert, da dran, hör die Kassette, ja, mei duft. Hör die Kassette und schlag die Hände im Kopf zusammen und sag, Heiland, warum hast du das zuglaubt? Es war doch falsch, die Aussage. Verleg doch hier mal. Dann unter Umständen, ihr begreift. Der Herr muss das tun. Hör ich vielleicht die anderen Bereiche, um endlich aufzuwecken und zu sagen, es ist nichts Gutes da. Auch beim Gläubigen nicht. Jetzt sagt der Paulus in Galater 5, Vers 17, dass das eine Konsequenz nach sich zieht. Er sagt jetzt, das Fleisch, das heißt dieser verderbte, elende Urstoff, aus dem jeder von uns ist, gelüstet wieder den Geist. Wisst ihr, was gelüstet heißt? Gelüstet heißt, das ist ein bisschen dagegen. Dem Fleisch gelüstet es dauernd, dem Geist eine auszuwischen. Das ist eine massive Feindschaft, das sagt er auch. Und den Geist gelüstet es wieder das Fleisch. Der wiedergeborene Geist, Christus in mir, das Erneuerte, hat absolut in sich etwas gegen das Fleisch. Das ist ja das, das instinktiv jeder merkt, wenn er sündigt und das er eigentlich nicht will. Das ist dagegen. Jetzt sagt der Paulus was. Diese beide widerstreben einander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das ist eine Tatsache. Wisst ihr, jetzt müssen wir an dem Punkt müssen wir wieder nüchtern werden. Unser Wille, wir denken doch oft, dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Zum Glück steht es in der Bibel so nicht, sondern nur der falsch übersetzt. Das einzige Gute, dass das tatsächlich nicht steht, weil das stimmt nämlich nicht. Mein aufrichtiges Wollen hilft mir nicht. Klare Aussage. Ich bin so verdorbt, dass ich nicht einmal aufrichtig wollen kann. Und das bisschen Wollen, das ich hervorbringe, das reicht nicht aus, um dieses Fleisch zu zügeln. Aus. Ich bin so verdorbt, ich kann das nicht. Keiner von uns. Also das heißt, Geist und Fleisch stehen sich so gegenüber und das Produkt ist, dass genau das rauskommt, was ich nicht will. Oder möchtet ihr giftig sein? Ich auch. Aber ich bin manchmal giftig. Messerscharf kann das werden. Ich will das nicht. Und da frage ich mich, warum bin ich jetzt giftig, sei Karl Hermann? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht menschlich. Ich wollte es gar nicht, aber da steht es. In dem Moment ist mein Geist und mein Fleisch hat eine leichte Kollision gehabt, einen leichten Verkehrsunfall. Die sind zusammengerasselt. Produkt, du tust nicht, was du willst. Das muss uns klar sein. Völlig verdorbte Menschen. Bettler, die vom König der Könige das ewige Leben empfangen haben. Das ist alles, was man besitzt. Und den Rest könnt ihr vergessen. Jetzt aus dem raus, sagt praktisch Paulus, aus diesem Zwiespalt raus, gibt es eine Lösung. Galater 5. Jetzt sagt er, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Und jetzt sagt er doch was Ungeheures. Er sagt praktisch, du kannst als Gläubiger dich in denen zwei Räume bewegen. Jetzt gehen wir da mal rein. Ich kann als Gläubiger
Wandler mich so, also Wandler heißt es nicht, dass ich spazieren gehe, im Sinn von bloß, was ich anstelle, sondern Wandler heißt das ganze Sein, die ganze Gedanke, alles, was man bewegt, das ganze Tun, ich kann im Geiste wandeln. Das heißt, ich habe also scheinbar als Gläubiger die Möglichkeit, mich entweder in dem Geistbereich, wo der Wille Gottes geschieht, zu bewegen, oder ich kann mich vollkommen im Fleisch bewegen, auch als Gläubiger. Und der Paulus sagt jetzt ganz einfach, dann Galater 5,19, wenn sich jemand im Fleisch bewegt, das heißt, wenn er nicht im Geist sich bewegt, das heißt, wenn sein Ich nicht wirklich und sein Wille und sein ganzes Sein sich in dem Bereich, der Gott gehört, den er kontrolliert, im Geist bewegt, sondern im Fleisch, wenn das Alte zurückfällt, dann wird er folgendermaßen sein. Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft. Das ist uns alles nur klar, das sind die grobe Sünde. Und ich denke einfach, einer, der einigermaßen ehrlich ist, kämpft gegen diese Sünde, leider im Fleisch oft. Und da ist nichts zu retten, ist hey, ist kaputt. Aber jetzt kommt das Schlimme, jetzt kommen die feine Sünde. Hader. Hader. Wenn ich doch vollkommen schlecht bin und die Hölle radikal verdient habe und nur etwas Positives in meinem Leben überhaupt gegeben hat, die Stunde, wo ich Ja sagte, als der Jesus an meine Herzenstür angeklopft hat, wie kann ich dann hadern? Mutter, was? Ausziehe des alten Menschen, anziehe des neuen Menschen und auch vor allem das Wandeln im Geist hängt von der Gesinnung ab. In unserem Epheser steht Erneuerung der Gesinnung. Es hängt davon ab, wie ich selber gesinnt bin, mir gegenüber. Der Schlüssel. Gesinnung. Eifersucht. Ich behaupte, dass es die Hauptsünde der Gläubigen ist. Keine Frage. Das ist die Hauptsünde der Gläubigen. Vom großen Prediger angefangen bis zum gleichen Gläubigen, der nicht einmal richtig geistlich auf die Füße ist, der frisch geboren ist und 3 Tage alt. Wisst ihr, was die Ursünde war? Vom Teufel. Eifersucht. War eifersüchtig. Er wollte Nummer 1 sein. Das ist die Ursünde. Steckt uns drin in jedem Knochen. Zorn. Ich frustrierte Eifersucht. Krieg nicht, was ich will, aber ich kriege einen Hass. Bin auch gefährdet. Wenn ich nicht bekehrt wäre, ich wäre fähig, einen Stuhl zum Fenster und zwar auf der Bank, jederzeit. Ehrgeiz. Wisst ihr, was Ehrgeiz ist? Das ist der aufgeforschte Frust. Das ist der aufgeforschte Ehrgeiz. Das ist die aufgeforschte Eifersucht. Da funktioniert es. Dann ist man ehrgeizig, wenn es funktioniert. Zwietracht, da klappt es nicht, ist man beleidigt. Man schürt mit Zwietracht, was man offiziell nicht erreicht, machen wir hinterrum. Spaltungen. Neid. Da geht es wieder hart zu, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Trunkenheit und Gelage ist dann, ich bin so enttäuscht, dann lass mir halt die Sünde fallen. Kennt ihr das? Hat ja sowieso nicht geklappt. Wisst ihr, und ihr fragt vielleicht, was macht er heute Abend? Macht er keine Lehre? Ist schon Lehre. Ich mache es heute mal für eine andere Ecke. Ich möchte bloß einen Punkt treffen heute Abend, sage ich ganz offen, das ganze Ziel von dem Abend, ich möchte gar keinen anderen Punkt treffen. Ich möchte bloß alles klar machen, dass jeder von uns so verderbt ist, dass wir es nicht hinkriegen. Keiner. Wir packen das nicht. Und schminkt euch das ab, ihr seid so schlecht wie ich. Ist das klar? Ja, jetzt kann man vielleicht sagen, meine Kollegin hat früher gesagt, du warst extrem in der Welt, du musst jetzt extrem bei den Frommen sein, um das auszugleichen. Hat meine Kollegin als Spottverse mal gesungen auf der Bank. Aber das ist das Problem. Wir sind alle gleich verdorbt, wird keine Chance. Und hier sitzt das Problem, bei dieser Sache. Jetzt müssen wir es lösen. Biblisch muss es gelöst werden. Mir geht es nur darum, dass wir erkennen, wo wir herkommen. Dass wir begreifen, wir können im Prinzip nicht. Es ist alles kaputt, alles radikal. Und das einzige Gute, was überhaupt in uns ist, ist diese Erlösung, dieses Paket des Heiligen Geistes. Jetzt sagt der Paulus, wenn du im Geiste wandelst, das heißt, wenn du dich bewegst mit deinem ganzen Sein in diesem Paket des Heiligen Geistes, in deinem wiedergeborenen Geist, wenn du in diesem Zimmer, ich möchte es mal wie 2 Zimmer darstellen, wenn du dich da drin bewegst, dann wirst du den fleischlichen Einfluss ausschalten. Und dann passiert nämlich Galater 5,22. Das heißt, wenn ich im richtigen Bereich bin, und nochmals, es kommt nicht darauf an, ob ich den alten Adam ein bisschen besser mache. Der ist kaputt. Es ist nur die Frage, bin ich im neuen Adam mit dem, was Jesus in mich hineingelegt hat, oder bin ich im alten? Der alte kann gar nichts anderes wie das hervorbringen. Und wisst ihr, was der Teufel macht? Der geht hin und Gott praktisch folgendermaßen vor. Der verbrämt
Das heißt, der schmückt mein alter Adam, der schmückt das Fleisch noch. Der sagt zum Beispiel zum Gläubigen, wenn es läuft, es läuft ja manchmal, erstaunlicherweise. Die Fabrik läuft manchmal besser, wie man denkt. Es läuft zum Gläubigen mal mit Zeugnis gehen, manchmal oder Fortverkündigung, irgend sowas, kommt der Teufel, klopft ihm auf die Schulter und sagt, guck, wenn man dich nicht hätte. Du bist die Speerspitze Missionage in diesem Kreis. Du bist es. Ist halt so, die andere, die hat alle die Motivation, macht er was. Ist genau Galater 5, 19. Das heißt, der Teufel versucht, mein Fleisch aufzuforsten. Ohne dich ging es nicht. Genau das ist es. Hey, ich stehe ja richtig, aber die andere ist ja unmöglich. Ist genau die Haltung. Das heißt, der Teufel versucht immer nur die frustrierte Dinger nur fromm zu ummänteln. Dass nur recht fromm aussieht und womöglich nur fromm verpackt ist. Aber ich will nochmals betonen, alles, was in dem alten Bereich ist, ist Schrott. Ist kaputt, ist sinnlos. Und erst wenn ein Mensch dann in den richtigen Raum geht und aufhört, auch die fromme Schau abzuziehen und versucht, sein alter Adam nochmals ein bisschen besser zu gestalten, dann passiert etwas. Dann sagt Bibel, die Frucht des Geistes ist, und fällt euch was auf, Einzahl, Mehrzahl. Hier steht nicht, die Früchte des Geistes sind, steht hier nicht. Und es steht auch vorher nicht, die Früchte des Fleisches sind. Jetzt sind wir genau am Anziehen des Alten, am Ausziehen des Alten und am Anziehen des Neuen. Das heißt, es geht immer ein Block. Es geht nicht darum, meine Eifersucht auszurotten. Die ist sowieso unausrottbar, so meine ich. Oder? Es geht doch nicht darum, sagen wir, meine Zornesader auszurotten. Jetzt mal beim Kunden probiert, das war sinnlos. Der ist 3 Meter von mir weg, das nehme ich alle. Und der Kunde hat er tot. Ich habe dann fast Sympathie empfunden, weil ich weiß, es ist schon das Richtige. Fürs Fleisch ist hervorragend. Das heißt, wir müssen aufhören zu versuchen, unsere Untugende auszurotten. Hört sich komisch an. Wir können unsere Untugende nicht ausrotten. Geht nicht. Das Fleisch ist so verdorbt, das geht nicht. Ich kriege zum Beispiel meine Zornesader nicht in den Griff. Ich habe keine Chance. Ich gehe hoch an einem bestimmten Punkt. Kannst du machen, was du willst. Aber ich weiß zum Glück, wie ich nicht hochgehe. Jetzt kommt das Entscheidende. Wir müssen lernen, dass in dem alten Adam so viel Dreck ist, dass er nicht zu verbessern ist. Und aus dem Grund sagt nicht die Bibel, die Früchte des Geistes sind. Dann würde es ja heißen, der Heilige Geist wirkt in mir. Und dann geht beim Karl Hormann langsam, ich sage es mal ganz bewusst, dann geht langsam der Zorn weg. Und dann geht langsam der Neid weg. Und dann geht langsam der Hochmut weg. Und dann geht ganz langsam, sagen wir mal, die Sucht zum Gelage, die Unmäßigkeit beim Essen weg. Dann geht die unreine Gedanke weg. Das wären die Früchte des Geistes, dass langsam mein alter Adam seine Unart verliert. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, denken wir nicht alle so, dass der alte Adam langsam seine Unart verlieren soll. Das bildet man sich doch ein, auf das warten wir doch alle. Es wird doch besser, nächste Woche pack ich es. Es wird immer besser. Und morgen früh mal stille Zeit, stehe auf, stelle den Wecker, dann bete ich und der Heiland tut's. Wisst ihr, und wir halt vergessen, was wir sind. Das Letzte. Ich weiß, dass in mir und meinem Fleisch nichts Gutes geht. Und guckt mal, das ist eben der entscheidende Punkt. Wir sind völlig verdorbt und wir können gar nichts tun. Das muss in den Kopf rein. Bevor das nicht drin ist, brauchen wir gar nicht weitermachen. Geht nicht. Es muss klar auf der Hand liegen, geistlich, ich kann nichts tun, ich bin völlig verdorrt. Ich krieg meine Eifersucht, ich krieg meinen Zorn, ich krieg meine Fleischlichkeit nicht in den Griff, geht nicht. Ist nicht zu verbessern. Wenn sie verbessert wird, ist Teufel im Werk. Gar keine Frage. Sondern die Bibel sagt, die Frucht des Fleisches und die Frucht des Geistes. Das heißt, es galt bloß ein Block. Ich möchte nur was ganz Hartes sagen. Wenn ein Gläubiger überall Fortschritte macht, aber in einem Bereich massiv immer im Fleisch ist, dann ist er immer im Fleisch. Ist das klar? Die Bibel lehrt nicht, dass Teilbereiche ausgezogen werden. Sie sagt, zieh den ganzen alten Adam aus und zieh den ganzen neuen an. Sie sagt, die Frucht des Fleisches ist generell, dass sie das alles hervorbringt und die Frucht des Geistes ist genau das Gegenteil. Das heißt, es geht nur darum, wo bewege ich mich? Lass ich mir heute Abend den alten Adam hinrichten. Wenn ich bereit bin zu glauben, was Gott sagt, er ist gekreuzigt, er ist so elend und so dreckig und so verdorben, dass Gott ihn am Kreuz zum Tode verurteilt hat. Glaube ich das? Das ist gekreuzigt mit Christus. Wisst ihr, dass ich im Glauben jetzt anfange zu sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich kann ein Prediger.
der ist dann kein Prediger geworden, ist nur ein Halbprediger geworden. Und der hat, niemand konnte so schön erzählen über das Gekreuzigtsein mit Christus. Der kam zu mir und gesagt, Karl Hauermann, du bist der Einzige, der mich versteht. Nur du verstehst es in Christus sein. Und nur wir zwei. Und dann ist er heimat seine Frau verdrischt. Anderer Bruder hat mir stundenlange Vorträge gehalten. Über in Christus sei, ist er heimat Frau verdrischt. Gleicher Falk. Kannst du vier Schablonen nebeneinander hängen. Wieso auf das kommst du heute? Ob ich theoretisch sagen kann, ich bin mit Christus gekreuzigt, das wissen wir doch alle, oder? Man ist schon oft gepredigt. Und das geht's doch heute. Sondern, wisst ihr, gekreuzigt mit Christus heißt doch, der Herr Jesus sagt, du bist so verderbt, Gläubiger, dass ich das Todesurteil am Kreuz über dich sprechen musste. Der Herr Jesus musste nicht nur sterben für unsere Sünden, das glauben wir doch oft bloß, für unsere Sünden. Er musste sterben für meine Sünde Natur. Er musste sterben für das, was jeder von uns ist. Nicht für das, was wir tun. Er musste sterben für das, was wir sind, nämlich Sünder. Diese Natur ist so dreckig, so verdorben, die ist vollkommen sinnlos. Dass Gott praktisch sagt, im Fleisch wohnt nichts Gutes und du hast nur eine Chance. In dir sind jetzt zwei Bereiche, das Fleisch und der Geist. Du brauchst nicht probieren, das Fleisch aufzuforschen. Du brauchst nicht probieren, einzelne Sünden jetzt schön hinzubiegen. Es gibt bloß zwei Möglichkeiten. Entweder wandle ich im Geist, das heißt, ich bleibe dem Bereich, den Gott in mich hineingelegt hat, oder ich wandle im Fleisch. Es kommt immer ein Block Ergebnis heraus. Merkt euch das, ein Block. Das heißt, nicht die Früchte, sondern die Frucht des Geistes, die Frucht des Fleisches. Und wenn ich jetzt im Geist wandle, ich muss nachher sehen, was das heißt. Dann hat er 5,2 jetzt, wenn sie, dann sagt die Bibel, die Frucht des Geistes ist ein Gläubiger, der jetzt nicht im Fleisch sich bewegt, sondern im Geist, im anderen Bereich, bei dem passiert etwas. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Agape, itzüfisend, Affeliebe. Sondern Liebe, Herze, Agape, Freude, Friede. Da steht nicht Geduld, sondern Langmütigkeit. Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das steht in Grataia, das heißt Selbstbeherrschung. Wisst ihr? Das ist der neue Mensch. Und der alte steht zwei Vers vorher, ist auch interessant, wenn man die so gegenübersteht. Der Paulus sagt, die zwei mögen sich nicht. Die werden auch keinen Kompromiss schließen, da gibt es kein Friedensangebot. Wir müssen nochmals deklarieren, der Alte ist völlig kaputt, völlig verdorbt, unbrauchbar für Gott. Und gut in mir ist nur eine Sache, was Christus Jesus, mein Herr, in mich hineingelegt hat. Und jetzt sagt Dr. Paulus ganz einfach, Karl Hermann, entweder wandelst du in deinem alten Adam, dann bringst du den ganzen Dreck hervor, kannst du nicht verhindern, kannst du noch so fromm sein, oder du entschließt dich als Wiedergeborener, in dem Neuen zu wandeln, was Jesus in dich hineingelegt hat. Du brauchst nicht probieren, den alten Adam aufzuforschen. Es geht nicht. Wisst ihr, ich könnte euch, ich erzähle nichts. Aber es gibt seelsorgerlich Dinge, wo Gläubige miteinander umgehen, wo ich sagen muss, da ist im Wilden Westen friedlich dagegen. Wisst ihr, was ein Gläubiger fähig ist, habe ich nie geglaubt. Und das kommt daher, weil der Gläubige, man denkt, sein Fleisch wird jetzt reformiert, das heißt, wird verbessert. Und damit legt ihn der Teufel absolut rein, wenn man nicht erkennt, gekreuzigt mit Christus ist keine Theorie, keine geistliche Technik, sondern eine Realität, wo Gott mir mitteilt, Karl Hermann, du bist höchstens nur für eine Kreuzigung wert, mehr bist nicht wert. Tod. Das heißt, mein Fleisch, mein Ego, für das wir alle so stolz sind, alles, was man sagt, ja, das ist doch ein lieber Bruder, eine liebe Schwester, guck, was der Herr in ihn hineingelegt hat, so schwätzen wir. Was sagt der Paulus? Ich bin der Abfall, der Kehricht in der Stube, der Dreck. Und das Denken, dass man denkt, ja, ich bin ja, eigentlich bin ich ja besser, eigentlich bin ich ja gut. Und ich habe jetzt so viel erreicht im Fleisch. Und dann kommen Gläubige, die rauchen noch. Die trinken. Die sind unrein. Dann haben wir in anderen Bereichen ein bisschen Sieg und dann dulden wir es. Und die Wirklichkeit, ob man es will oder nicht, ist mir Fleisch und nicht Geist. Weil die Frucht a Block geschieht. Und ich möchte heute Abend etwas sagen. Das ist kein Perfektionismus. Das lehrt die Bibel. Und ihr werdet keine Stelle finden, die dieser Sicht widerspricht. Entweder ganz Sieg oder gar kein Sieg.
Entweder ganz im Geist oder ganz im Fleisch. Das kann noch so fromm aussehen. Genauso wie es bei der Bekehrung nur ein Entweder-Oder gibt, gibt es auf dem Bereich zwischen den zwei Kerle nur ein Entweder-Oder. Und da werdet ihr mir nichts anderes beweisen können von der Bibel. Und ich bin mal ganz ehrlich, ich habe jahrelang geglaubt an die Theorie, dass ich meine Unsitte ausrotten kann. Habe ich jahrelang geglaubt. Dann hat mich der Herr zerbrochen, rigoros, hat mir gezeigt, wer ich bin. Dann habe ich zusammengebrochen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, das war dann der Punkt, wo ich vom Herrn gelegen bin und gesagt habe, Heiland, bin ich bekehrt. Kann es sein? Habe ich je erkannt, dass ich gar nichts tun kann? Dass ich völlig verkauft bin, Todeskandidat, und bin ich hingegangen. Ich habe deine Gabe nur irgendwann als Geschenk, im vollsten Bewusstsein, dass ich der Letzte bin. Wisst ihr, was dann passiert ist? Ich habe die Wiedergeburt nicht da erlebt, das ist mir einig. Ich habe sie 18 Jahre vorher erlebt, gar keine Frage. Aber das ist, was passiert. Als ich auf die Position zurück bin, bin ich aufgestanden, ich war auf die Knie, bin ich aufgestanden, dann hat sich plötzlich was ereignet, geistlich. Ich bin in eine Situation gekommen, sei ganz ehrlich, da haben ein paar versucht, mich hochzujubeln. Ist ihnen teilweise gelungen in der Vergangenheit. Ich habe mich nicht mehr kennt. Nachdem ich die Gesinnung geändert hatte, mir selber gegenüber, und das erkannt habe, Römer 7, 8, ist nichts da, ich bin Schrotthaufen. In dem Moment ist etwas Herrliches passiert. Die Schmeichelworte der Menschen waren stumpf. Die hätten mir erzählen können, was sie wollten. Es ging links rein und rechts raus, ging gar nicht rein. Ich habe es wie ein Zuschauer gesehen, wie es vorbeilaufen, mich war nicht interessiert. Die hätte sagen können, was sie wollte, mich nicht mehr interessiert. Es hat keinerlei Macht mehr auf mich gehabt von der Schmeichlerei. Es war eine elende Schmeichlerei teilweise. Keine Macht. Ich habe Situationen vorher gehabt, der gleiche Fall, der hat mich voll packt. Und das ist genau das, entweder ganz Geist oder ganz Fleisch. Entweder wende ich in ihm oder ich wende nicht in ihm. Paulus lehrt an keiner Stelle, du kannst 75% in ihm bleiben und 25% im Fleisch. Sagt er nie. Er sagt bloß, in ihm oder nicht in ihm. Im Geist oder im Fleisch. Es gibt keinen Mittelbereich. Es gibt keine Treppe, wo man sagen kann, ein Fuß steht zu 85% jetzt im Geist und zu 15% habe ich noch nicht drüber geschafft. Kennt die Bibel nicht. Dass uns das bewusst ist, ganz oder gar nicht. Ganz geistlich oder ganz fleischlich. Die Bibel kennt keine andere Möglichkeit. Da würde man sagen, ist Radikalität, ist Dualismus. Genau das ist, gebe ich euch recht, aber genau das lehrt die Bibel und nichts anderes. Wir müssen aufhören, die Wahrheit des Gekreuzigtseins mit Christus und das Ausziehen des alten Menschen, das Anziehen des neuen Menschen praktisch als Technik zu verstehen. Das ist eine Verführung vom Teufel. Ich habe mir darum erlaubt, heute mit euch keine Bibelarbeit in Kette zu machen. Dann lasst mich einfach mal ganz offen sagen, ohne große Bibelarbeit. Und jetzt kommt das Entscheidende. Was sagt jetzt der Paulus? Was sagt die Bibel dazu? Sie sagt eigentlich was ganz Einfaches. Kolosser 2, Vers 6 ist die letzte Stelle. Und wenn ihr nichts mitnehmt heute Abend, aber die Bibelstelle, bitte lest sie unter Gebet. Da steht, wie ihr ihn angenommen habt. Wie habe ich ihn angenommen? Kapitulation, Heiler, ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte. Bitte, Gnade. So habe ich Jesus angenommen, oder? Wenn ich so ihn nicht angenommen habe, ich sage es mal ganz hart, dann habe ich ihn gar nicht angenommen. Ist das klar? Erschütternd. Als ich das erkannt habe, bin ich zusammengebrochen. Der erste Schrei war, ich habe einen Liedervers betet. Ich lasse eine Sache selten raus. Ich habe es halt schon mal rausgelaufen. Weil ich so erschüttert war von dem, was läuft. Ich habe immer betet, Heiland, Heiland, hör des Herzens Schrei. Der du anderen Gnade gäbest, gehe nicht vorbei. Jetzt sagt der Paulus, genau so wandelt in ihm. Das ist der Schlüssel, das ist die Gesinnung. Das ist Epheser 4, 20 bis 24. So zieht man den alten Menschen aus, indem man mit der Gesinnung einfach sagt, Heiland, ich danke dir, es ist so, und dann mit einem ganz primitiven Willensentschluss in ihm bleibt. Es geht ganz einfach. Von der Gesinnung aus ist es eine Kleinigkeit, im Geist zu wandeln, geistlich zu reagieren in jeder Beziehung. Wisst ihr, das Problem ist, der Herr Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Was heißt das? An anderer Stelle sagt er, ich sterbe täglich. Was meint er da? In Todesgefahr? Nö. Sondern er meint was ganz anderes. Morgens, wenn er aufwacht, sagt er, Römer 7, 18, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes
wohnt. Ich weiß, jetzt steht ein Sünder auf, der die Hölle verdient hat. Der fleischliche ist durch und durch. Dem ist jetzt gelüstet, die Zeitung zu lesen, Kaffee zu trinken, sich der Bauch voll zu klopfen und dann vielleicht nur sagen, und Heiland, das kriegst du nur 5 Minuten, bevor ich ins Geschäft gehe, stille Zeit. So einer ist er, der Mensch. Statt dass ein Sünder aufsteht und sagt, Heiland, hier bin ich. So muss ich kommen, in der Haltung. Völliger Zerbruch, völlige Buße. Das Einzige, was in mir funktioniert, bist du. Und Heiland, ich will jetzt nur in dir bleiben, mehr will ich nicht. Und dann beginnt man so zu wandeln. Ihr versteht, man beginnt nicht einzelne Sünde auszurotten, sondern man beginnt eine Haltung einzunehmen. Das ist Aorist. Aorist 2 heißt, breche mit der Sünde, der einen Willen sagt. 2 heißt, in der Haltung, dass ich völlig verloren bin und dass nur das Gute in mir von Jesus kommt, dass ich nur da drin bleibe, wo ich in dem Bereich. Dass ich mein Herz einfach ihm öffne, aber in dem Sinn, dass ich das Geistliche tue. Ich kann das. Man sieht es gleich. Dass ich einfach so vorwärts gehe. Kindlich eifältig, ihm auf dem Altar liegt. Und ich sage euch, also, in dem Moment, wie er Kolosser 2, 6 zurücknimmt, kommt das Fleisch zurück. Nächste Sekunde kommt es. Ist Drama. Ich weiß, wie das Fleisch zurückkommt. Ich besser wie jeder. Es ist eine Katastrophe. Und ich habe jahrelang nicht erkannt, dass im tiefsten Grunde, ich kenne es lehrmäßig alles, ich kann es erklären bis in Einzelheiten, wie es funktioniert. Aber ich habe den Schlüssel nicht gefunden, bis der Herr es gezeigt hat, Kolosser 2, Vers 6 ist es. Ich habe mich insgeheim gefreut auf Ethik. Bloß, ich muss euch ganz ehrlich sagen, da bleibt nichts übrig. Wir werden ganz schnell mit der Ethik fertig sein. Wisst ihr warum? Ethik ist Lehre. Wisst ihr, was sie lehrt? Römer 7, 18. Sie lehrt die Verdorbtheit des Menschen, völlige Unfähigkeit, was zu tun. Und die Bibel lehrt, das vollkommene Opfer, das was Vollkommenes in mich hineinlegt. Und in dem Moment, wie ich zerbrochen vom Herrn, das annimm, Sieg. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn man das Bild nochmals anguckt. Theologisch würde das heißen, dass ich in der Herzensstellung bin, indem ich Jesus, der in meinem Geist Wohnung gemacht hat, durch den Heiligen Geist, durch Buße und Zerbruch und Glaube, nicht künstlicher Zerbruch, ich möchte nochmal sagen, alle, die in exorzistischen Richtungen waren, in Bußbewegungen, in Ausbekennen der Sünder, ich meine den Zerbruch nicht, sage ich ausdrücklich. Das ist ein Zerbruch, der vom Teufel ist. Das ist dieser fleischliche Zerbruch, wo man, ich sage es mal so, der alte Adam nimmt und sagt, eigentlich schon nur recht, aber jetzt müssen wir noch 3 Stückchen kleiner machen, und bricht den 3-mal durch und denkt, das ist dann das Wahre. Die Leute verurteilen ihren alten Adam nicht radikal, sondern bloß teilweise. Den Zerbruch mache ich heute. So, ich meine die Eigenverurteilung, es ist alles kaputt. Nur du Heiland in mir. Und wenn jetzt das passiert, dann kontrolliert, wenn ich in der Herzenstellung komme, kontrolliert der Heilige Geist in mir mein Seelenleben. Spiel 1. Der Gott erfällt direkt aus dem Geist, wo der Herr Jesus wohnt, in meine Seele und kontrolliert die Äußerungen meines Fleisches. Das heißt, der Herr steuert von der Steuerzentrale in meinem Geist mein Leben. Und dann wird der Mose der sanftmütigste Mensch auf Erde als Musterbeispiel. Der wusste gar nicht, warum er es geworden ist. Der ist einfach geworden. Und so geht es bei uns auch. Dann gehen die fleischlichen Dinge weg automatisch. Es hängt immer davon ab, wie zerbrochen im Sinn von, wie bußfertig zerbrochen im Sinn, dass ich sage, er ist kaputt. Und wie bettlerhaft, das ist es. Glückselig sind die geistlich Armen. Dass ich nur das Haus opfer, sonst gar nichts. Heiland, du in mir, das Einzige. Ich muss nur mit der richtigen Stellung kommen, dann wirkt es. Wenn das der Fall ist, so lang bin ich im Geist. Und so lange bringe ich die Früchte des Geistes. Und sobald ich die Haltung aufgibt, selbst wenn dann die Sünde gleich zurückkommt, bin ich im Fleisch. Die Bibel sagt, die im Fleische sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Das in ihm bleiben heißt dann ganz einfach. Ich bleibe in dem Bereich. Durch Buße und Glaube. Da gehört dazu, gehorsam zu sein. Das ist dann keine Anstrengung, das kommt automatisch. Nicht zu sündigen. Wenn ich die Sünde sehe, weg. Als mir das ganz massiv begegnet ist, dieser Zerbruch, als da haben wir das nochmal in letzter Konsequenz klar gemacht, haben wir dem Bruder klar gemacht, dass gar nichts da ist, auch beim Karl Hermann nicht. Da schau ich, was passiert. In dem Moment ist etwas aufgeflammt in meinem Herzen. Aber keine Freudewelle. Sondern an dies, es war an einem Abend, an diesem Abend ist erstmal was passiert, dass Sünde, über die ich Monate drüber guckte, es war Kleinigkeit, der Gedanke, ach ja, es ist halt schlimm, wenn jetzt geschwind da mal anders denkt hast. Ich konnte nicht ins Bett.
nicht schlafen, bevor das nicht Hause war. Heilend hört das Herzchen schreien. Jetzt kommt er, jetzt komme ich, mein verdorbener Adam. Reinige mich mit deinem Blut. Ich will nicht ins Bett, bevor das nicht weg ist. Ich will wieder ganz in dir bleiben. Jede Betrübung soll weg sein. Ich sag's nochmals vor dir. Ich nehme es an, dass ich gekreuzigt bin. Er ist tot, der Alte. Nur was du in mir bist. Nur das ist, was ich will. So, was dann passiert ist. Wenn ich so weit weg vom Herrn war, mit einem Schlag war ich so nah da. Dann ist das passiert. Die Ruhe in Christo. Da kam eine unnatürliche Ruhe über mich. Und vielleicht die Stelle, Hebräer 4, Vers 4, da steht eine interessante Sache. Da sagt der Schreiber, und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Das ist die Voraussetzung für die Ruhe im Christo. Wisst ihr, was das heißt? Du kannst nichts tun. So wie der Schächer am Kreuz nichts tun konnte zu seiner Wiedergeburt. Er kommt bloß sagen, Heiland, zurecht. Wer kommt dann? Die Bitte, Heiland, erbarme dich. Was sagt Jesus? Wir treffen uns im Paradies. Und genau das ist hier. Die Werke sind beendigt. Ich möchte mal ganz brutal sagen, hört auf zu wirken, ist sinnlos. Es kommt nichts raus. Sondern bleibet in ihm und er bringt die Früchte. Ihr werdet dann euch befleißiger, gute Werke zu tun, automatisch, aus der Stellung raus. Er sagt ausdrücklich, die Werke sind vorbei. Schwamm, sinnlos, was zu tun in dem Fall. Eine fleischliche Anstrengung, der alte Adam zu verbessern, ist sinnlos. Sondern ein in ihm bleiben, wirkt dann schlagartig die Frucht des Geistes. Jetzt heißt es, Vers 9, also bleibt dem Volke Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den eigenen. Das heißt, dann ruhig vor mir selber. Wisst ihr, was heißt? Da habe ich endlich eine Ruhe vor dem Kerl. Es ist, dann gibt er eine Ruhe, der Karl Hermann. Jetzt kommt halt etwas, was nicht so schön ist. Vers 11. Das ist der entscheidende Punkt. Alexander Säbel hat einmal gesagt, jeder große geistliche Mann war fleißig. Ich denke einfach, manchmal faul sind der Sünde gegenüber. So wollen wir uns denn befleißigen, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Das ist alles. Und wenn er das dann sieht, dann wandeln wir im Geist, dann kommt die Frucht des Geistes, dann bin ich frei. Wenn mir heute einer erzählt, ich kriege die Bindung nicht los, sage ich kriege mich, glaube ich, nicht mehr. Erzähl mir das, die Tür des Gefängnisses ist offen, du willst nicht. Du bist nicht zerbrochen, du kommst nicht in Buße und Glaube zum Herrn. Wenn du so kommst, ist die Bindung weg in einer Sekunde. Sobald dein Herz weich wird vom Erlöser, ist aus. Ich habe es erlebt bei einer Frau, die brutal war. Ich kann es erzählen, hat mit uns gar nichts zu tun. Die ich kennt, die ich über Jahre kannte, die brutal war. Ich habe mal mitgekriegt, wo die Frau genau das erlebt hat. Das kann ich nicht beschreiben. Das sei wie wenn du Butter auf die heiße Kochplatte stellst. Die Härte, die ist wegschmolzen, anders kann ich es nicht sagen. Das ist genau das passiert. Dann bist du frei. Dann ist der alte Mensch weg. Der neue ist angezogen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Man zieht der alte aus und eine neue an, indem er Herzenstellung einnimmt. Nicht indem er wirkt. Die alte Elberfelder hat es hervorragend übersetzt. Sie sagt, sei in einem Zustand, praktischer Fußnote, oder nimm die Stellung ein, wo du den alten Menschen ausgezogen hast. Das heißt, nimm eine Stellung ein im Herzen. Und dann funktioniert es. Und wenn ich das tue, passiert genau das. Wenn ich es nicht tue, passiert was ganz anderes. Dann ist in mir der neue Adam, Christus in mir, der Herr Jesus wohnt in meinem Herzen. Ich bin ein Gotteskind, ich bin gerettet. Es passiert was Schreckliches. Die Seele spielt ihr Spiel. Das heißt, mein Seelebereich ist offen, er ist frei. Das Fleisch kann sich ungehindert entfalten. Man hat vorher gesagt, der Wille ist bedingt frei, der Wille will das Gute. Und dann versucht mein guter Wille, versucht das störrische Fleisch zu züchtigen. Das ist eine Form von dem, da man sich zusammenreißt. Manchmal muss man sich zusammenreißen. Aber dann praktisch tut man das Werk des Heiligen Geistes. Einmal sagt der Herr Jesus in Hesekiel 21, ich gab ihnen den Sabbat, die Ruhe, im Neuen Bund die Ruhe in Christo, auf das sie wissen, dass ich es bin, der sie heiligt. Dass ich es bin, der sie zur Ruhe bringt. Dass er es getan hat. Es ist tatsächlich vollbracht im Kreuz von Golgatha. Es ist vorbei. Es ist geschehen. Ich bin gekreuzigt. Gott hat gesprochen. Das Einzige, was er jetzt will,
Das ist die Erkenntnis von mir aus Epheser 4. Das Einzige, was er will, Vers 23. Dagegen euch im Geiste eures Gemütes erneuern lassen. Da steht Sinn, das Wort Gemüt ist gut übersetzt. Sinn, Gesinnung. Das heißt, ich nehme die richtige Gesinnung ein, mir gegenüber, meinem Fleisch gegenüber, der Erlösung gegenüber. Und in dem Moment, wie die Erneuerung geschieht, da passiert's. Dann ziehe ich den neuen Menschen an, der in Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit geschaffen ist. Dann kommt die Frucht des Geistes. So bleibt man in ihm. Und was sagt der Herr Jesus? Wann muss ich der alte Adam in den Tod geben? Wisst ihr, gibt es Gläubige, die ich habe es auch gemacht. Die Gott im Ort schnell und sagen, hiermit gebe ich meinen alten Adam in den Tod. Punkt. Im Gebet. Was soll das? Das ist genauso, wie ich auf dem Sprungbrett stehe und sage, hiermit springe ich ins Wasser und springe. Ja, das ist es. Das ist ein Geschwätz, ein geistliches Gelaber. Das ist letztendlich fast Blasphemie. Da Jesus sagt, ich habe das Todesurteil gesprochen, nicht nur bei der Bekehrung, sondern generell über dich. Du bist tot. Du bist so verdorbt, dass du tot bist. Wenn jemand wie ein Gläubiger sein Kreuz täglich auf sich nimmt, da kommen dann die anderen und sagen, das Kreuz auf sich zu nehmen, ist das Schwere dieser Last des Alltags zu tragen. Habe ich auch schon mal geglaubt. Gibt es also schöne Traktate, wo das Kreuz nicht passt. Das ist alles wunderbar für die Tränendrüse, aber das ist nicht wahr. Sondern das Kreuz auf sich zu nehmen heißt, genau Römer 7, 18 zu praktizieren. Morgens die Augen aufzuschlagen und sagen, hier liegt ein begnadigter Sünder. Nicht dogmatisch zu sagen. Ich weiß, wenn der jetzt aus dem Bett rausgeht, wird es schwierig. Es steht ein schwieriger Mensch auf. Es steht ein Paket voll Fleisch auf. Ein ganz schwieriger Bursche. Und er hat im Prinzip, sagt Gott, morgens, wenn ich aufwache und die Augen aufmache, Karl Herrmann, vergiss es nicht. Du bist ein Todeskandidat. Du bist so übel, dass ich dich zum Tode verurteilen musste. Du bist mit Christus gekreuzigt. Tod. Also merkst du dir, da ist nur eines zu bringen. Das gebeugte Knie, das sagt Heiland, ja. Und es dann in Buße und Glaube, mit dem es das anerkennt. Buße heißt bloß Gesinnungsänderung. Das heißt keine großen Bekenntnisse. Zerbrochene Herzenstellung seid Heiland, du. Ich gehe jetzt willentlich in diesem Zerbruch und verurteile mein Alter zum Tod. Ich stimme zu. Aus der Haltung raus bleibe ich in dir. Und dann sagt die Bibel, sie haben den Teufel überwunden durch des Lammes Blut. Das heißt, die Stellung wird nur gefährdet durch eine Sache, wenn ich Sünde dulde. Weil ich brauche dauernde Reinigung durchs Blut. Dann sagt der Jesus, durch das, dass ich mich zu ihm bekenne, es wirkt sich aus im Alltag, dass man ganz klar sich ein Gotteskind. Und das Dritte, sie haben ihr Seelenleben, der Alte, nicht geliebt bis in den Tod. Da steht nicht Martyrium in Römer 12, da steht Kreuz. Und dann kann der Paulus sagen, Galater 6, und da ist keine Theorie mehr, sondern Praxis, 6, Vers 14, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, denn allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, wenn dann der Gläubige Kreuz hört, dann denkt er was völlig anderes. Dann geht ein heiliger Schauer über den Rücken, indem er nämlich Folgendes sagt. Kreuz heißt, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt aus. Dann sagt er, ich bin tot. Der hat mich gekreuzigt, er hat mich ausgeschaltet. Er hat mich zum Tode verurteilt, ich bin dankbar dafür. Er hat mich vor der Illusion beraubt, mich selber zu heiligen. Und dann plötzlich strahlt das Kreuz. Da kann ich über das Kreuz singen und beten. Und dann passiert was im geistlichen Leben. Dann ist das Kreuz wirklich die Botschaft. Und darum sagt der Paulus, ich wusste nicht als Christus den Gekreuzigten. Gekreuzigt für die Sünde, aber heute haben wir nicht über Sünde gesprochen. Heute haben wir gesprochen über gekreuzigt für die Sünde, Natur. Wenn man so vorgeht, dann garantiere ich euch, dann sparen wir Zeit. Wertvolle Zeit. Dann werden wir nicht stundenlang versuchen, durch Einzelpunkte im Epheserbrief unseren alten Adam zu verbessern. Werde ich euch sicher keine Top-Tipps geben, wie ihr die Eifersucht wegbringt. Es gibt ja Top-Tipps, auch von den frommen Psychologen. Aber der göttliche Psychologe hat gesprochen, du brauchst nichts verbessern, ist ein Totalschade. Ist ein Totalschade. Versteht? Ist ein Totalschade. Versicherungsfall. Versteht? Entschuldigung, jetzt will ich es ein bisschen locker sagen. Es ist ein Totalschade, es ist aus, sinnlos. Nichts mehr zu machen.
Und dann, wenn dann das Wort Kreuz fällt, dann kommt im Kopf was ganz anderes. Ich will nochmal Kolosser 2, Vers 6 lesen. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm. Also wie ich ihn angenommen habe, ich kann erkennen, dass ich total am Ende bin. Ich kann erkennen, dass ich nichts mehr tun kann. Dass ich der Letzte bin. Dass ich nur die Gnade Jesu, dass das ist, was mich hält. Und bettle um die Wirkung der Erlösung. Komm wie ein kleines Kind, nimm es einfach kindlich an. Und dann sagt er, so wandelt in ihm. Das heißt, jetzt richte ich ganz Leben nach dieser Sache ein. Gewurzelt. Das heißt, ich muss da drin gewurzelt werden. Dass ich mich daran gewöhne. Dass wenn ich morgens aufwache, dass nicht plötzlich der Teufel durchs linke Ohr sagt, ja, du bist doch gut. So übel bist du ja gar nicht. Auferbaut in ihm. Dass ich auch meine ganze Auferbauung aus dem raussuche. Dass ich nicht mehr versuche, der alte Adam aufzubauen, sondern der neue. Dass ich nur noch in der Stellung überhaupt was tun will, geistlich. Befestigt im Glauben, da war ich stabil. Wenn ich im Glauben weitergehe, wie ihr gelehrt worden seid, jetzt kommt das Letzte. Und das Produkt muss sein, überfließend in Danksagen. Da braucht man niemanden mehr zum Abendmahl jagen. Da muss man rausspringen. Dann sitzt er am Sonntagmorgen am Tisch und sagt, hier steht der Kelch, hier steht das Brot. Dann ist ihm klar, wenn er das Brot sieht, in einem Geist zu einem Leib getauft, fürs Gesetz getötet, steht in Römer 7, dann weiß er, dieser Leib wurde gebrochen, weil du zum Tode fortbald bist, Galamen. Und du sitzt heute Morgen hier drin und der Herr zeigt es dir deutlich. Römer 7, 18, total schade. Das zeigt das Brot. Der Leib Jesu wurde gebrochen, weil ich in hoffnungsloser Fall bin. Und dann siehst du das Blut, der Kaufpreis für das alles. Und trotzdem hat er was geschaffen durch sein Blut, das dir jetzt ermöglicht, vor Gott zu wandeln, wohlgefällig und in dieser Welt. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn das Herz nicht mehr jubelt, das ist wenig zu retten. Ich sage es aber jetzt von oben herab, sondern von unten rauf. Ich sage aber jetzt ja, man könnte jetzt eine Gebetsgemeinschaft machen und sagen, bete nicht gar nicht, sondern überlegt es euch mal. Geht mal heim, überlegt es. Denkt einfach mal drüber nach unter Gebet. Lasst mal Römer 7 ganz langsam durch. Schreibt drüber mit Kuli eurer Bibel, der Alte. Dann schreibt drüber Römer 8, der Neue. Und überlegt euch mal. Es gibt zwischen denen zwei keine Verbindungen. Wir kriegen weder Römer 7 ganz oder Römer 8 ganz. Es gibt keine andere Möglichkeit. Prüft es vor der Schrift.